Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz, wo wir ja schon mal letztens drüber gesprochen haben und jetzt tatsächlich eben diese Geräte nochmal in einer zweiten Konsultation in der Bundesnetzagentur besprochen werden, weil wir jetzt langsam aber sicher auch zur heißen Zeit kommen, denn schließlich sollen wir ja zum Jahreswechsel nach 24 dann hier auch in Inkrafttreten sehen und alle neuen Anlagen werden dann praktisch in diese Steuerbarkeit hier mit einbezogen. Und zwar haben wir jetzt, nachdem wir Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres schon ein bisschen drüber gesprochen haben, die nächsten konkreten Schritte für diese Fernsteuerung von steuerbaren Anlagen aus dem Kontext heraus, dass man praktisch auch bei Netzüberlastungen solche steuerbaren Anlagen runterdrosseln können will. Das ist ja durchaus sinnvoll. Und jetzt geht es eben darum, genau zu definieren, was sind diese Anlagen, wer darf die wie, wann, wo eigentlich steuern und was passiert dann im Weiteren und so weiter. Jetzt ist Folgendes passiert. Wir haben jetzt hier dieses Regelungswerk der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14 NWG, dieses ist zur öffentlichen Konsultation gestellt. Außerdem, jetzt kommt es nicht, um der Öffentlichkeit die Bewertung des Regelungswerks zu erleichtern, unmöglichen Missverständnissen vorzubeugen, erläutert die Beschlusskammer wesentliche Aspekte in einer informatorischen Erläuterung und einer erläuternden Präsentation. Wenn ihr seht, dass es sowas schon gibt, dann heißt das, das ist wirklich komplex. Also wenn die Bundesnetzagentur weitere Erläuterungsdokumente noch mit veröffentlichen muss, dann ist das schon ein Hinweis darauf, es ist nicht ganz so simpel. Aber eigentlich muss ich sagen, wer sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, was wir jetzt hier finden als Regelungswerk, ist eigentlich ganz gut verständlich, finde ich. Ja, also wenn man ein bisschen drinsteckt, geht's. Ihr habt dann hier auch eine Tonspur noch dazu, ne, also ein bisschen Erklärung. Und weil das ja nun zum 1. Januar 2024 in diesem Sinne in Kraft treten soll, haben wir auch nur ungefähr einen Monat lang noch bis Ende Juli diese Konsultation. Wichtig ist, wir haben hier im Prinzip zwei Konsultationen, denn einerseits diese Beschlusskammer 6, wo wir jetzt diese, ich sag mal, regulatorischen Rahmenbedingungen und Prozessabläufe haben wollen. Es gibt aber auch die Beschlusskammer 8, die praktisch die Netzentgeltreduzierung bei dem ganzen Thema auch noch besprechen will. Das sind zwei parallele Prozesse. Ich gehe mal kurz darauf, nämlich hier bei der Beschlusskammer 8, Netzentgelte, § 14a, auch hier den Hinweis auf eine laufende Konsultation bis 27.07., alles klar. Hier sind auch andere Dokumente nochmal mit dabei, auch hier erläuternde Dokumentationen und auch hier ein Eckpunktepapier. Also kann man sich langsam aber sicher da mal weiter reinarbeiten. Wir gucken uns das gleich an. Ganz am Ende des Dokuments oder der Veröffentlichung hier von unserer Beschlusskammer 6 haben wir nochmal den Hinweis auf die alten Dokumente, also das Eckpunktepapier, was wir uns damals angeschaut haben. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass wir dann hier diese Auflistung hatten. Ne? Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen und ihr habt hier auch die Stellungnahmen, die im Kontext veröffentlicht worden sind. Also wenn ihr euch ein bisschen die Meinung von verschiedenen Marktteilnehmern anschauen wollt, das ist hier alles mit verlinkt, öffentlich. Aber vor allem wollen wir uns ja jetzt damit beschäftigen, was dieses neue Regelungswerk ist und was dort beschrieben wird. Es sind nur 7 Seiten. 7 A4 Seiten Text kann man also wirklich durcharbeiten. Kurzer Hinweis, ihr habt einerseits diese 18 Seiten Erläuterungen, da haben wir praktisch wie eine Art Lexikon für verschiedene Bereiche, also Kapitel, nochmal so eine Erklärung, was dahinter steckt. Das ist durchaus nicht schlecht. Also gerade für so Klarheit, ne, also diese 18 Seiten hier, die stehen halt nicht mit in diesem eigentlichen Regelungswerk, damit das nicht so überbläht ist. Und dementsprechend kann man hier nochmal nachlesen, was so dahinter steckt. Das ist also nicht schlecht. Wer mehr so der halbwegs visuelle Typ ist, gibt es ja hier auch noch diese Präsentation, wo man dann auch so teilweise ja, so logische Darstellungen hat, wie das alles gemeint ist. Kann man sich echt angucken, no problemo. Neben unseren 7 Seiten eigentlichen Regelungswerk gibt es auch noch 15 Seiten von der Beschlusskammer 8 rund um die Netzentgeltreduzierung. Also merken wir uns 7 Seiten Prozessregel und 15 Seiten Netzentgeltreduzierungsregelwerk. Okay, gehen wir mal durch. Wir haben jetzt also
Hier erstmal Begriffsbestimmungen, die schon mal wichtig sind. Netzbereich, na okay, das ist jetzt, das sind die Leitungen mit den Betriebsmitteln. Netzbetreiber ist der Netzbetreiber. Jetzt kommt es aber. Netzwirksamer Leistungsbezug, jetzt wird schon langsam interessanter. Der Anteil, der über den Netzanschlusspunkt aus dem Netz entnommen wird, ne, die elektrische Leistung praktisch, und der innerhalb einer Viertelstunde zeitgleich in einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung verbraucht wird. Also, der Strom, der von meinen steuerbaren Einrichtungen, und wir kommen gleich dazu, was es ist, verbraucht wird, ist jetzt hier erstmal überhaupt nur gemeint. Es werden also per se wird jetzt nicht mein Anschluss gekappt, sondern der Strom, der von meinen steuerbaren Anlagen verbraucht wird, der soll geregelt werden können. Weil die ja nun mal steuerbar sind, soll auch gesteuert werden. Was ist jetzt die steuerbare Verbrauchseinrichtung? Ladepunkt für Elektromobile, nicht öffentlich zugänglich. Also meine Wallbox zu Hause. Wärmepumpenheizung, meine Wärmepumpe zu Hause. Anlage zur Raumkühlung, meine Raumkühlung zu Hause. Und dann eine Anlage zur Speicherung elektrischer Energie, Stromspeicher hinsichtlich des Stromverbrauchs, Einspeicherung, also mein Speicher, den ich zum Beispiel für meine PV-Anlage habe. Ne? Auch der ist eine steuerbare Verbrauchseinrichtung in diesem Sinne hier. So. Und zwar jetzt, ganz, ganz wichtig, mit einem maximalen Leistungsbezug von mehr als 4,2 Kilowatt. Wir erinnern uns, dass wir in der alten Variante von Ende letzten Jahres 3,7 Kilowatt lesen konnten. Wir haben also nochmal 0,5 gewonnen. Wir reden jetzt von 4,2 Kilowatt, die hier als Grenze gelten. Und dieses Gerät, diese Anlage ist unmittelbar oder mittelbar an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Bei einem Haushalt ist das der Fall. So, Betreiber ist jetzt der Letztverbraucher oder der Anschlussnehmer, was ja im Allgemeinen vielleicht ansonsten der Vermieter sein könnte. Ja, also der in der Liegenschaft das Ganze betreibt, der ist der Betreiber. So, Netzzustandsermittlung. Das Netz muss praktisch eine gewisse Menge von Anlagen in seinem Netzgebiet messen und daraus eine Netzzustandsermittlung ableiten. Haben wir schon mal ungefähr erklärt. Könnt ihr euch hier sehr schön durchlesen, wenn ihr das weiter anschauen wollt. Teilnahmeverpflichtung, wer muss es machen? Also alle Netzbetreiber mit einem Niederspannungsnetz sind teilnahmeverpflichtet. Und alle Anlagenbetreiber, die dann praktisch ab dem 01.01.2024 ihre Anlage in Betrieb nehmen. Ausgenommen sind so besondere institutionelle Betreiber von Elektromobil-Ladepunkten, die so eine Sonderrechte hier haben. Kann man sich weiter anschauen. Okay, in der Straßenverkehrsordnung. So, netzorientierte Steuerung. Im Fall einer Gefährdung oder Störung, und zwar nur dann, insbesondere aufgrund von Überlastung der Betriebsmittel, der Leitung und so weiter, ist der Netzbetreiber berechtigt und verpflichtet, diesen netzwirksamen Leistungsbezug meiner steuerbaren Anlagen zu reduzieren. Und zwar im notwendigen Umfang auf diese 4,2. Oder wir werden es gleich sehen. So, die Reduzierung muss geeignet und objektiv erforderlich sein, um die Gefährdung oder Störung zu verhindern oder zu beseitigen. Also der Netzbetreiber muss auch gewissermaßen nachweisen, aus seiner Netzzustandsermittlung, aus seiner Berechnung heraus, das, was ich jetzt hier reduziere, rettet mir die Situation. Zwischen der Zustandsermittlung und der Steuerung dürfen maximal 3 Minuten gelegen haben. Na, also auch mit aktuellen Daten muss er das erkannt haben, dass diese Reduzierung gerade sinnvoll wäre. Sie erfolgt im notwendigen Umfang. Solange sie nach Intensität und zeitlicher Dauer und unter diskriminierungsfreier Heranziehung aller im betreffenden Netzbereich angeschlossenen teilverpflichteten Verbrauchseinrichtungen erforderlich ist. Also auch hier diskriminierungsfrei. Ich kann nicht immer nur den einen Kunden runterregeln, wenn der auch noch Nachbarn mit auch so regelbaren Anlagen hat. Ne? Der muss diskriminierungsfrei sein, also es muss schon immer eine gewissermaßen eine Gleichheit mehr oder weniger dort bestehen, um eben die Wirkung auf das Netz hier zu optimieren. So. Auch im Fall der Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezuges ist weiterhin mindestens ein netzwirksamer Leistungsbezug in Höhe von 4,2 Kilowatt zu gewähren. Wenn ich also meine Anlage mit 4,3 Kilowatt habe, dann ist im Zweifel 0,1 zu abzuschalten auf 4,2 runterregelbar. So. Bei mehreren hinter einem Netzanschluss befindlichen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ergibt sich die Summe des insgesamt zu gewährenden netzwirksamen Leistungsbezuges durch Summierung der einzelnen zugestandenen Leistungswerte unter Berücksichtigung eines anzuwendenden Gleichzeitigkeitsfaktors.
Wir hatten das in dem ursprünglichen Eckpunktpapier in der ersten Konsultation ein bisschen komplexer, dass da gesagt wurde, dass da praktisch 5 Kilowatt hinter dem Netz durch ein Energiemanagementsystem zur Verfügung stehen sollte, mit noch bestimmten anderen Faktoren. Jetzt im Großen und Ganzen hat er mehrere steuerbare Einrichtungen und sind die gleichzeitig ansprechbar und aktiv, dann muss er die praktisch gleichsam runterregeln aber eben auch einen restlichen Leistungsbezug am Netz weiterhin zur Verfügung stellen. Der Betreiber ist berechtigt, den insgesamt zu gewährenden netzwirksamen Leistungsbezug nach eigener Maßgabe einzusetzen. Also er darf ein Energiemanagementsystem einsetzen, was das Ganze noch steuern kann. Wie das jetzt im Detail zu verstehen ist, dieser einzelne Punkt, diese einzelne Aussage, ist dann in diesem Erläuterungsdokument entnehmbar. So. Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die Anlage steuerbar ist. Ein separater Zählpunkt für die steuerbare Voraussetzung ist im Rahmen der Einordnung und Vergabe nicht erforderlich, auf Wunsch des Betreibers aber möglich. Für das veränderte Verbrauchsverhalten findet kein bilanzieller Ausgleich im Bilanzkreis des Lieferanten statt. Also, wenn der vorher ausgegangen ist von dem Lastprofil und das ist jetzt halt ein bisschen verringert, dann ist das so. Müssen alle mitleben. Sicherstellen des Netzanschlusses, Netzausbau. Wir haben verschiedene Rahmenbedingungen, Dokumentationspflichten, wie das Ganze dann nachzuvollziehen ist. Und Informationspflichten, insbesondere hier an die Aufsichtsbehörden. Wenn ein Energiemanagementsystem vorhanden ist beim Kunden, ist es natürlich auch dann denkbar gut und einfach machbar. Ne? Wir haben dann Unterlagen, also digitale Unterlagen beim Netzbetreiber aus der Steuerungssoftware heraus. Wir haben dann digitale Unterlagen beim Betreiber aus seinem Energiemanagementsystem heraus. Das ist da so schön nachvollziehbar, was hier genau gelaufen ist. Vertragsstrafen. Ne? Wenn der Betreiber das Ganze irgendwie verhindert, 5.000 Euro Bußgeld. Und wenn er das nur ein bisschen, also wenn die Anquadreduktion trotz Möglichkeit nicht runtergemacht wird, dann 500 Euro. Okay. Haftungsvorstellung, Übergangsvorschriften, da ist nochmal interessant, dass verschiedene Anlagen hier praktisch bis 2029 noch draußen sind aus dieser Regelung. Ansonsten geht es jetzt zum Jahreswechsel los. Punkt. So. Verschiedene Rahmenbedingungen nochmal, auch der Aufforderung, dass praktisch bis zum Oktober 24 eine automatisierbare Prozesswelt festgelegt werden soll. Das hatten wir auch schon mal gelesen. Alles klar. Das sind die 7 Seiten. Kann man durcharbeiten, kann man verstehen, ist gar nicht so unglaublich komplex oder unverständlich. Wir haben ja noch das zweite Dokument der Netzentgeltreduzierung. Das ist ja auch für uns interessant, auch wenn wir meistens nicht so sehr mit Beschluss 8 hier arbeiten auf dem Kanal. Aber auch da finde ich super spannend, was die vorhaben. Nämlich gibt es 3 Möglichkeiten, wie hier praktisch der Anreiz auch zur Teilnahme beim Endkunden gleichzeitig noch gesetzt werden soll. Ne? Außer der Teilnahmepflicht der gesetzlichen wird auch noch ein bisschen angereizt. Hey, du kriegst auch was dafür. Nämlich, es gibt 3 Module. Modul 1, pauschale Netzentgeltreduzierung. Also, ein fester Betrag wird praktisch pauschal zur Verfügung gestellt, wenn du teilgenommen hast, also wenn deine Anlage gedrosselt wurde, kriegst du dafür eine Verminderung der Netzentgelte. Pauschal. Okay. Aber dann, bei einer separaten Messung des Verbrauchs einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung kann eine prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises der Netzentgelte im Modul 2 angeboten werden. Wenn also die Wallbox einen Zähler hat und sag ich mal, im Smart Metering ist das alles jetzt nicht so komplex, das dürfte gut funktionieren, dass man einzelne Bezüge von einzelnen Anlagen dann auch auseinanderziehen kann, je nachdem, wie man in messtechnisch ausgestattet ist. Dann kann ich sagen, das, was praktisch die Drosselung meiner Wallbox bedeutet hat, dafür kriege ich tatsächlich ein Heruntersetzen des Arbeitspreises im Netzentgelt. Das ist super spannend. Und Modul 3, ein Anreizmodul mit zeitlich variablen Netzentgelten. Also haben wir in Zukunft nicht nur dynamische Stromversorgungstarife, sondern auch noch dynamische Netzentgelte für diese Paragraph 14a. Okay, ganz grob nur, ihr habt dann hier immer ne, diese Unterteilung, ne, Modul 1, da findet ihr dann das Regelwerk nur für Modul 1. Und ich sage es mal so, hier ist es in etwa ausformuliert, die Höhe dieser pauschalen Netzentgeltreduzierung wird durch jeden Netzbetreiber netzbezogen wie folgt gebildet. 50 Euro pro Jahr plus 30 Euro pro Jahr.
plus 3.750 Kilowattstunden pro Jahr mal Arbeitspreis, sind Kilowattstunden mal 0,2. Und dann weiß ich, was bei meinem Netzbetreiber hier praktisch die Regeln sind. Okay. Das sind die Regeln dafür. Kann man mit arbeiten. Ich scroll mal direkt weiter, damit ich jetzt nur diese drei Module voneinander unterscheide. Eine prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises. Auch hier kann man dann ein bisschen scrollen. So, die Reduzierung des allgemeinen Arbeitspreises in Cent pro Kilowattstunde wird bundesweit auf 60% des Arbeitspreises für die Entnahme bei Stahl-Gas-Profilkunden in der Niederspannung festgelegt. Das ist also die Regel für diese Arbeitspreisreduzierung im Netzentgelt, wenn separat gemessen wird. Und dann gehen wir nochmal weiter und finden dann irgendwann auch noch Modul 3 mit den zeitlich variablen Netzentgelten. So, hier haben wir es, Modul 3. Unter der Überschrift wirtschaftliche Anreize zur Lastverlagerung. Es ist ja sowieso eine gesetzliche Pflicht, aber wirtschaftliche Anreize ist ja nicht schlecht. So, Netzbetreiber sind verpflichtet, Betreibern, die die pauschale Netzentgeltreduzierung am Modul 1 gewählt haben, komplementär, also ergänzend, ein zeitvariables Netzentgelt anzubieten. Und zwar, das variable Netzentgelt besteht aus drei Preisstufen. Ausgangsbasis ist ST-Standardtarif. Darüber hinaus muss der Netzbetreiber eine Preisstufe oberhalb als HT-Hochlasttarif anbieten und eine Preisstufe unterhalb als NT-Niederlasttarif anbieten. Wir erkennen HT-NT natürlich auch von der Tarifierung der Heizstromanlagen. So, und jetzt ist es hier folgendermaßen. Die HT-Preisstufe darf höchstens um 100% die Standardpreisstufe übersteigen, also doppelt so teuer sein. Die NT-Preisstufe muss zwischen 10% und 80% des Standardtarifs liegen. 10%, super Einsparung, 80%, na immerhin ein bisschen. Ein Fünftel fällt weg. HT-Zeitfenster, also Hochlasttarif, doppelt so teuer, mindestens 2 Stunden am Tag. Und dann weitere Regelungen dazu. Auch hier eine Ausgestaltungsvariante, saisonale Zeitvariable, kann man sich alles genauer anschauen. Ihr habt also verstanden, es gibt diese drei Varianten, pauschal, dann bei der Messung, Arbeitspreis, Netzentgeltreduzierung pro echtem Einsparen und dann noch diese zeitvariable Geschichte in Verbindung mit den Pauschalen. Und ansonsten haben wir hier unsere diversen Regelungen, wo wir vor allem gesehen haben, wer ist teilnahmeverpflichtet, wie wird das gesteuert und wie muss das Ganze noch im Weiteren dokumentiert und gemeldet werden. Und vor allem auch nochmal nicht unwichtig, zur Ermöglichung einer bundesweit standardisierten, massengeschäftstauglichen Einrichtung und Abwicklung der netzorientierten Steuerung werden die Netzbetreiber verpflichtet, spätestens bis zum 1. Oktober 2024 Entwürfe für die nachfolgenden Vorgaben zu entwickeln und der BNSA vorzulegen. Also hier sind A bis H Punkte, die von den Netzbetreibern, zum Beispiel auch über die Branchenverbände, an die Bundesnetzagentur als Marktregelentwürfe praktisch vorzulegen sind. Okay. Noch eine tolle Aufgabe, die man jetzt demnächst erledigen darf. Ihr könnt euch das alles hier natürlich anschauen auf den Seiten der Bundesnetzagentur. Ich verlinke euch die beiden Seiten von Beschluss 6 und 8. Da ist dann alles verlinkt und ihr könnt euch damit weiter auseinandersetzen. Habt ihr erstmal Fragen oder Anmerkungen zu diesen konkreten, ganz schön krassen Themen, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, natürlich, liked das Video und abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.